Im Jahr 2010 haben Scheherazade Esrehman und Hossein Askari von der George Washington Universität einen Index, der den Islamismus von Ländern zeigt, in die internationale Fachzeitschrift Global Economy Journal aufgenommen. Mit dem Islamizitätsindex wurde untersucht, ob die staatliche Verwaltungspraxis der Länder ohne Diskriminierung der Religion im Einklang mit islamischen Werten stand. Gleiche wirtschaftliche Chancen und Gerechtigkeit, Menschenrechte und politische Rechte, Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten, Armutsprävention, Korruption, Zinsabschaffung, Effizienz, Schutz von Verträgen und Eigentumsrechten und so weiter. In den Ergebnissen des Islamismus-Index befinden sich keine islamischen Länder unter den Top 10. In Malaysia, das es geschafft hat, in die Liste aufgenommen zu werden, da die Mehrheit seiner Bevölkerung Muslime ist, belegt den 33. Platz. Mit dieser Studie wird der Unterschied zwischen denen, die sogenannte islamische Werte vertreten, und denen, die sie praktizieren, besser verstanden.